Guten Abend. Heute ist Andreas Felber mein Gast auf dem H1-Sofa. Der Schweizer Sänger und Dirigent ist Professor für Chorleitung an der Musikhochschule Hannover und in Personalunion der Leiter des international renommierten und oft preisgekrönten Mädchenchors Hannover. Wie schafft er das, beide Tätigkeiten zu verbinden? Was macht ihm Freude am Dirigieren? Was hat er noch mit dem Chor vor? Und überhaupt, warum ist Musik so wichtig für unser Leben? Über all das wollen wir jetzt reden. Hallo Herr Professor Felber, herzlich willkommen bei H1. Ja, der Mädchenchor Hannover, der gehört zu Hannover und dem Kulturleben, also wie der Leibniz-Keks oder die Kröpke-Uhr so renommiert. Wer noch nicht da war, hat mindestens eine von den vielen wunderbaren CDs im Regal. Sagen Sie doch mal so ein paar Fakten über den Chor. Was muss man wissen über den Chor? Ja, also erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Der Chor wurde 1952 gegründet, ist also schon mehr als 70 Jahre alt. Der Chor hat im Moment knapp 200 Mitglieder in den verschiedenen Chorgruppen. Der Konzertchor umfasst im Moment um die 90 Sängerinnen. Wir proben in der Christuskirche, das ist unser Zuhause, da ist der Proberaum, da sind die Stimmbildungsräume, da machen wir auch viele Konzerte in der Kirche. Wir haben unser Büro auch da vor Ort. Ja. Sie haben nicht solche Sorgen wie der Knabenchor, der zurzeit auf Heimsuche ist? Zum Glück nicht, nein. Wie sind Sie in die Christuskirche überhaupt gekommen? Ja, das war eine Initiative von Frau Gudrun Schröfel, die ja den Chor lange Zeit geleitet hatte und die auf der Suche war nach einem Zuhause für den Chor. Der Chor hat davor immer im Kaiser-Wilhelm-Rats-Gymnasium geprobt und das war ja eine gute Probensituation, aber doch vieles zu optimieren. Ja? Also es war immer die Idee, es wäre schön, ein richtiges Zuhause für den Chor zu haben. Und das haben wir inzwischen nach vieler Arbeit meiner Vorgängerin, die da sehr viel reingesteckt hat. Inzwischen sind wir da zu Hause bei der Christuskirche und haben wunderbare Probenmöglichkeiten. Ja, ich kann es bestätigen, es ist vom Raum ganz herrlich. Wir waren bei einem Konzert dabei und schauen wir uns das jetzt mal an. Mhm. Thank you.
Ja, Sie haben eben schon gesagt, das war der Konzertchor, den Sie leiten. Es gibt nämlich ein ganz besonderes Ausbildungssystem bei Ihnen. Sie haben auch einen Nachwuchschor oder andere Singgruppen. Vielleicht erklären Sie mal, die Mädchen, die haben ja nicht nur, die lernen ja nicht nur singen, sondern sie haben ein richtig musikalisches Bildungsangebot dort beim Mädchenchor. Wie funktioniert das eigentlich? Ja, das ist so, wir haben 4 verschiedene Stufen. Die Grundstufe oder die vokale Grundstufe ist die erste Stufe. Da beginnen die Mädchen mit idealerweise mit 7. Dann kommen die in die Vorklasse. Das ist die nächste Stufe. Da sind sie dann auch in der Regel ein Jahr. Danach kommen sie in den Nachwuchschor. Dann sind sie ein bisschen länger. Der Nachwuchschor macht auch schon eigene Konzerte, kleinere Auftritte, singt auch mal mit dem Konzertchor zusammen, zum Beispiel ein Weihnachtskonzert. Die Grundstufe und die Vorklasse, die sind jeweils beim Neujahrskonzert in der Staatsoper mit dabei. Da haben wir dann alle Gruppen auf einmal. Das ist immer ein besonderes Highlight auch im Jahr. Und nach dem Nachwuchschor kommen die dann in den Konzertchor, wenn sie soweit sind. Es ist eigentlich so, dass wenn die Mädchen mit 7 zu uns kommen, machen wir ja eine Aufnahmeprüfung, ja, ein kleines Vorsingen. Das muss man sich aber nicht so vorstellen, dass man da eine große Arie schon singen muss, nee, sondern es geht eigentlich darum, können ein ganz einfaches Kinderlied singen. Damit kann man schon ganz viel erkennen. Da prüfen wir, ist das Mädchen soweit, dass die das musikalisch, dass die eine Musikalität hat, mit der sie umgehen kann? Ist es eine Stimme, mit der wir auch arbeiten können, mit dem das Mädchen auch das, was gefordert wird, das auch leisten kann? Weil für manche ist es dann auch irgendwann eine Überforderung. Und so ist es eigentlich eine Einschätzung, ja, am Anfang, ob das gut passt oder nicht. Weil man muss sagen, dass natürlich der Aufwand ziemlich groß ist. Also er wird immer größer, beginnt am Anfang mit der Grundstufe, da sind es noch, das ist eine Probe pro Woche, aber in der Vorklasse sind es schon 2 Proben pro Woche, oh ja, beim Nachwuchschor 2x länger, also 2x 2 Stunden und beim Konzertchor dann insgesamt 5 Stunden, also ja, 2 Stunden und 3 Stunden Probe. Bei den vielen Ablenkungen, die es heutzutage für junge Mädchen, bekommen Sie dann eigentlich genug Nachwuchs? Also ist Singen noch in, wie man so schön sagt, bei den Mädchen? Ja, wir haben bisher keine Nachwuchssorgen, zum Glück. Wir haben genügend Anmeldungen für die Aufnahmeprüfung. Wir können ohnehin nicht alle aufnehmen. Aufnahmeprüfung. Wie viele, genau, Mädchen haben sich da beworben? Wir hatten jetzt 60. 60? Ja, und wie viel konnten Sie nehmen? 30. Oh, da war die Enttäuschung groß bei den anderen, oder? Naja, es ist wie gesagt, also wir versuchen das auch so zu kommunizieren, dass wir schon von Anfang an auch sagen, wir können gar nicht alle aufnehmen, weil die Gruppen sonst einfach zu groß werden. Und dann ist es eben auch wichtig, dass die Mädchen wissen, woran sie sind schlussendlich, ja, die Familien. Aber 5 Stunden, haben Sie gesagt, in der Woche üben, bleiben denn oder springen dann die Mädchen zwischendurch ab, wenn sie merken, oh, das wird jetzt mit dem Üben aber immer mehr, oder halten die meisten durch, bis sie dann auch den Konzertchor erreicht haben? Ja, die meisten halten durch, offensichtlich. Also deswegen ist der Konzertchor ja auch sehr groß. Natürlich gibt es auch Mädchen, da ändert sich mit der Zeit der Fokus und bei uns ist schon wichtig, dass der Fokus da ist, dass eine Priorität da ist. Sonst kann man das gar nicht leisten, was wir alles machen. Die sind schon begeistert mit dabei, das merkt man. Es gibt aber natürlich auch die Situation, dass es dann plötzlich zu viel wird und dann auch mal jemand aufhört. Mhm. Machen Sie auch schöne Reisen mit dem Chor? Ja, inzwischen wieder. Also war eine ganze Zeit lang schwierig mit den Reisen. Ja. Aber vor Corona waren wir in Korea, in Japan, Spanien, China noch ein bisschen früher. Das ist auch ein großer Reiz für die Mädchen, nicht nur zu singen, sondern auch in anderen Kulturen zu Hause zu sein. Erzählen Sie doch mal, wie wird das Ganze finanziert? Der Chor hat verschiedene Säulen, auf denen er steht. Wir haben zum einen die institutionelle Förderung der Stadt, die natürlich besonders wichtig ist. Wir haben verschiedene Stiftungen, die uns unterstützen. Wir haben Projektfinanzierungen,
für die einzelnen Projekte, wo wir Anträge stellen. Wir versuchen immer wieder die Projekte so interessant zu machen, dass es auch viele Geldgeber für die interessant wird. Dann haben wir die Mitgliedsbeiträge der Familien. Dann gibt es einen Freundes. Wie hoch sind die für die Familien, die, also was zahlen Familien? Je nach Stufe, aber für den Konzertchor sind es 55 Euro pro Monat. Ja. Aber da hat man natürlich jede Menge Kultur und Bildung. Es geht ja nicht nur, dass man ein schönes Lied singen kann, sondern sie haben ja die ganze Bandbreite, dass sie die Mädchen auch in der Musik mitnehmen da. Ne? So ist es. Also die Mädchen werden in den Proben natürlich geschult. Die lernen das ganze Spektrum der klassischen Chormusik kennen, auch der modernen, auch der populären Chormusik zum Teil. Ja. Diese Ausflüge machen wir ja auch. Wir machen neue Chormusik, wir verteilen Auftragskompositionen. Es gibt aber auch die ganz alte Musik, die wir machen. Das lernen sie kennen. Sie lernen damit umzugehen. Ja, praktisch Musikunterricht hoch drei, die sie da geben. Ja, also es ist tatsächlich so, dass für viele, also die sind ganz hungrig danach. Immer wieder, wenn ich auch was erkläre, wenn ich ein bisschen Musiktheorie erkläre, Musikgeschichte, sowas, Hintergrundinformationen, dann gieren die oft danach, weil sie es interessiert und sie sagen, sie bekommen das sonst nicht so oft mit. Und sie kriegen ja auch eine stimmliche Ausbildung, natürlich in den Proben, aber auch zusätzlich haben alle Mädchen Stimmbildung, Einzelstimmbildung oder zu zweit. Das läuft dann meistens parallel zu den Chorproben. Einzelne Mädchen haben auch nochmal extra Termine in der Woche. So haben die auch ein vielfältiges Angebot. Ja, das klingt gut. Ja. Und die Mädchen gucken alle auf Sie. Darum wollen wir jetzt mal ein wenig mehr über Sie persönlich erfahren. Mal 10 Sätze ganz kurz beantworten. Ich lebe gern in Hannover, weil ich hier mit dem Fahrrad überall hinkomme und schön durch die Allenriede fahren kann. Mein schönster Platz in Hannover ist? Habe ich drei. Ich habe die Listermeile, der Maschsee und der Georgsgarten. Oh, da haben Sie gute Plätze ausgesucht. Mein großes Vorbild ist? Ich habe ganz verschiedene Vorbilder, muss ich ehrlich sagen. Es gibt nicht nur eins, es gibt ganz viele tolle Dirigenten, wo ich immer wieder was mir abgucke und wovon ich profitieren kann. Okay, mein Lebensmotto lautet? Eins nach dem anderen. Ja. Als Kind wollte ich was werden? Was wollte ich werden als Kind? Forscher. Forscher? Ja. Was wollen Sie forschen? Also Medizin, Antike? Ich wollte alles forschen. Also ein ganz neugieriger Mensch eigentlich. In der Schule war ich am besten in? In Musik natürlich und in Mathematik. Ja. Ich halte mich fit mit? Fahrradfahren. Ich mag es überhaupt nicht, wenn? Ich mag es überhaupt nicht, wenn wenn ich empfinde, dass jemand ungerecht behandelt wird. Ich schmelze dahin, wenn ich Musik von höre. Brahms und Mahler. Brahms und Mahler. Auf eine einsame Insel nehme ich diese drei Dinge mit. Ja, meine zwei Kinder und meine Frau, würde ich sagen, als erstes. Und ansonsten würde ich auf jeden Fall auch Kopfhörer und was zum Musik hören mitnehmen. Ja, Sie haben schon gesagt, Ihre Frau und Ihre zwei Kinder. Verraten Sie mal, wie alt sind die Kinder und sind die auch schon musikalisch? Ja, bin ich also musikalisch. Mein Sohn ist 3 und meine Tochter ist 1. Also die sind noch sehr klein. Meine Tochter, die tanzt bisher vor allem zu Musik und die freut sich immer, wenn Musik läuft. Ob sie musikalisch ist, weiß ich nicht. Das werden wir sehen. Mein Sohn, der singt den ganzen Tag. Der ist total happy beim Singen. Und der freut sich auch über, wenn man mit ihm singt, wenn man ihm Lieder vorsingt, aber auch selber mitsingen kann. Er findet schon seine eigenen Lieder und das macht total Spaß. Was macht Ihre Frau? Ist sie auch berufstätig? Ja, meine Frau ist Sängerin. Auch Sängerin? Genau, die singt in verschiedenen Ensembles. Darf ich verraten? Ja. Sie machen einmal in der Woche einen Papatag. Ja. Ein ganz begeisterter Vater. Das ist ja überaus modern, was Sie da machen. War das so umstritten oder hat sich das so gleich ergeben? Wir machen das, der Papa einen Tag, die Kinder.
Ja, also das versuchen wir, so gut es geht bei den vielen Terminen. Und aber ich, für mich war das immer klar, für mich war das immer wichtig, weil ich auch, also für mich schon klar war, bei dem Beruf, bei den Aufgaben, die ich habe, ist es, ja, wenn man sich dann überlegt, möchte man Kinder haben, dann war für mich muss schon klar, auch, ich will auch Zeit investieren und ich will einfach ich Zeit verbringen. Ich habe mir sowieso überlegt, Sie haben eine Professur an der Musikhochschule, fordert natürlich sehr dieser Job. Und dann leiten Sie so einen anspruchsvollen Chor. Wie schaffen Sie das überhaupt, die Dinge alle unter einen Hut zu bringen? Eigentlich hört sich das doch so an, als würden Sie rund um die Uhr eigentlich arbeiten müssen. Ja, nee, das nicht zum Glück. Aber das ist, also es wichtig ist, dass man eben auch Aufgaben, also dass man ein gutes Team hat. Das habe ich beim Mädchenchor auf jeden Fall, ein tolles Team, das mitarbeitet, das hilft an alles zu denken, woran man denken muss. Diese Zeit muss man sich einfach ganz gut einteilen und seit Kinder da sind, ist es noch wichtiger geworden. Sie waren ja schon als Kind Singknabe in Luzern und wie war denn eigentlich so Ihr Weg von dem Singknaben bis zum heutigen Chorleiter in Hannover? Ja. Ganz kurz. Ganz kurz. Also ich war, ich habe gesungen, ich habe immer gesungen. Meine Mutter hat immer gesagt, ich bin schon singend auf dem Schulweg nach Hause gekommen und alle Nachbarn haben schon geguckt, ah, da kommt er wieder. Für mich war Singen einfach immer Teil meines Lebens und ich hatte früh schon den Wunsch, Sänger zu werden und habe dann auch ein Gesangsstudium angefangen und bin dann eigentlich zum Dirigieren eher zufällig gekommen, weil ich selber wir haben selber einen Jugendchor gegründet mit den ältesten Männerstimmen der Singknaben damals und mit den ältesten Mädchen des Mädchenchores oder einigen davon und haben zusammen einen gemischten Chor gegründet. Da habe ich selber mitgesungen und habe dann ab und zu mal eine Probe am Klavier begleitet und mal eine Probe geleitet, aber von leiten kann man da noch nicht sprechen. Und irgendwann hat dann der damalige Chorleiter gesagt, dass er das nicht mehr machen möchte. Und dann hieß es, ja, dann übernimm du. Und ich habe dann gedacht, okay, dann machst du mal. Und wusste zum Glück nicht, worauf ich mich da einlasse, weil vielleicht hätte ich dann ein bisschen mehr Respekt gehabt vor der Aufgabe. Aber so bin ich einfach mit dem Chor total gewachsen. Ja. Konnte alles ausprobieren, konnte alles machen. Ich habe dann auch angefangen mit Chorleitungsstudium an der Hochschule und habe dann alles, was ich da gelernt habe, direkt ausprobieren können. Für mich war das ein Geschenk. Und so hat sich das vom Wunsch, Sänger zu werden, zum Wunsch, Dirigent zu werden, immer mehr verschoben. Zum Chorleiter. Was für ein Chorleiter sind Sie denn eigentlich? Sind Sie eher so streng oder eher väterlich? Bevor Sie antworten, gucken wir Ihnen mal beim Dirigieren zu, ja?
Ja, das ist sehr eindrucksvoll, aber ich kann es leider nicht entscheiden. Ist das nun streng oder ist das väterlich? Erzählen Sie doch mal selber. Ja, ich glaube, also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, Vater muss auch streng sein. Ich denke, das ist immer auch eine Mischung. Das kann man so einfach nicht sagen. Ich versuche sehr respektvoll mit den jungen Sängerinnen umzugehen, aber natürlich braucht es auch eine gewisse Strenge, weil man auch eine Disziplin braucht für diese Chorproben, auch für die Teilnahme daran. Das ist natürlich auch wichtig. Ja, auf jeden Fall ist es sehr eindrucksvoll, die jungen Sängerinnen zu sehen. Was ist eigentlich die Geschichte hinter diesem Video? Ja, es ist spannend. Ich habe das Video jetzt lange nicht gesehen. Es stammt aus der Anfangszeit der Corona-Zeit, also 2020. Damals waren ja Chorproben nicht möglich und wir haben uns dann mit digitalen Möglichkeiten versucht, so gut es geht, Abhilfe zu schaffen. Und das war ein Projekt. Ich habe das also einmal trocken dirigiert zu Hause, mich selber gefilmt dabei. Dann habe ich das dem Pianisten geschickt, dann hat er dazu gespielt. Und dann haben wir das beides zusammengefügt und den Mädchen zur Verfügung gestellt. Und die haben das zu Hause sich angeguckt und sich selber dabei gefilmt. Spannend. Und gesungen. Ja, also so ist das entstanden. Es ist ein sogenannter Virtual Choir. Und wir haben dann alle Einsendungen von den Mädchen, wo sie ihre eigene Stimme aufgezeichnet haben, dann zusammengefügt und dann so gut es geht zusammengebastelt. Ja, sehr spannend. Spannend ist aber auch Ihr Repertoire. Das reicht von der Renaissance bis zu Komponisten der Gegenwart. Sie haben ein besonderes Experiment oder eine besondere Herausforderung. Sie vergeben ja sogar Auftragswerke an Komponisten, moderne, junge Komponisten. Warum machen Sie das? Ja, für mich war das immer auch ein Grund, warum ich gerne diesen Chor übernehmen wollte, weil das war schon meiner Vorgängerin, Frau Schröfel, sehr wichtig, dass der Chor eben neue Musik macht. Und das war mir auch in meiner Karriere als Chorleiter, war das immer wichtig, immer Zusammenarbeit mit Komponistinnen und Komponisten gesucht, weil ich das total lebendig sehe. Man kann dann wirklich direkt Einfluss nehmen, mit den Komponisten sprechen. Wir können ja heute Mozart nicht mehr fragen, wie er was gemeint hat. Wir können das so gut es geht nachforschen. Es gibt natürlich Komponisten, die sind super gut erforscht. Dann gibt es andere, da ist es viel weniger. Aber es ist immer Forschung und bei aktuellen Komponisten, bei lebenden Komponisten kann man eben direkt in den Dialog gehen und auch Fragen stellen, auch was diskutieren. Ja, könnte man das vielleicht so und so machen oder warum steht das da? Und dann ist, finde ich, einfach ganz wichtig, dass wir die Musik voranbringen, dass es immer wieder neue Strömungen gibt, dass es neue Dinge gibt zum Impulse. Ausprobieren, neue Impulse. Mhm. Das erscheint mir total wichtig und das ist auch dann sehr lebendig mit den Mädchen zusammen. Die freuen sich auch immer, wenn man mit den Komponisten arbeiten kann. Die freuen sich nicht immer, wenn ich so neue Chormusik bringe, aber trotzdem, also das ist, die wissen das inzwischen ja auch, die Generationen von Mädchenchorsängerinnen, dass man da reinwächst und dass man dann plötzlich auch erkennt, was da dahinter steckt. Okay. Und Sie haben uns eine Kostprobe mitgebracht. Ja. Wir schauen mal rein. Thank you.
Was haben Sie denn so in den nächsten Monaten für große musikalische Ereignisse vor? Also zwei, drei? Also wir sind dabei bei den Kunstfestspielen jetzt im Mai. Da waren wir die letzten Jahre immer mit dabei. Das ist ein ganz, ganz großes Projekt mit ganz vielen Chören aus Hannover, mit Leonard Bernstein, mit der Messe. Dann werden wir im August eine Uraufführung von Martin Smolka haben bei uns in der Christuskirche, wo wir den Raum vor allem mit einbeziehen, den Kirchenraum. Und da ist die Räumlichkeit auch schon in die Komposition mit eingeplant quasi. Das gleiche Programm machen wir dann nochmal im September in der Galerie in Herrenhausen. Da wird es komplett freigeräumt für die Chorkom. Und da sind wir dann dabei und werden eigentlich mitten im Publikum singen oder mit dem Publikum gemeinsam. Und das Publikum wird sich auch bewegen im Raum. Also das wird auch ein ganz spezielles Projekt. Und dann haben wir auch noch das Benefizkonzert, Zweiklang. Ja, da wollte ich gerne noch mal drauf zu sprechen kommen. Ja. Sie machen das, es ist ein Benefizkonzert des Rotary Clubs Hannover-Leibniz. Sie treten zusammen mit dem Polizeiorchester dort auf. Ist das auch so ein Zeichen so der Verbundenheit? Wir setzen uns auch für die Stadt ein, dass Sie als Mädchenchor an so einem Benefizkonzert mitmachen? Ja, natürlich. Also für uns ist es, sind solche Projekte ganz wichtig. Wir haben auch, also ich habe auch mit den Mädchen besprochen, was denn oder was ihnen ein Anliegen wäre, wohin man dieses Geld spenden könnte. Da ist dann das Mädchenhaus dabei rausgekommen, weil es mir wichtig erschien, dass die sich auch Gedanken machen darüber und dass wir zusammen einen guten Spendenzweck finden, weil man dann auch umso lieber mit dabei ist. Und ich glaube, das wird für uns eine ganz spannende Herausforderung, weil das auch so aus unserer Komfortzone herausgeht, mit der Musik, die wir da machen, mit den größten Rock-Klassikern der letzten Jahrzehnte. Das ist nicht unser Haupt. Also das ist jetzt nicht das, was wir jede Woche machen, sondern das ist für uns ein Ausflug, aber ein wichtiger, weil ich, wie ich anfangs auch gesagt habe, weil wir einfach versuchen, das komplette Spektrum auch abzubilden und zu bedienen und uns da auch die ganz spannende Musik raussuchen. Und dann das Konzert hat den Titel Zweiklang. Es gibt eine wunderbare Website, da sieht man auch, dass sehr viele Unternehmen aus der Stadt schon spenden, um diese Arbeit zu unterstützen. Sie haben das Mädchenhaus erwähnt, es sind auch die Drogentherapiestationen Teen Spirit Island, die von ihrer Arbeit begünstigt wird. Kann man nur die Daumen drücken, aber so wie Sie das schildern, wird das ein besonders musikalisches Ereignis dann. Wir kommen jetzt schon zum Schluss unserer Sendung. Wir könnten noch ganz lange über den Chor und die Arbeit sprechen. Es gibt so eine kleine Tradition. Eine Fee schwebt hier durch den Raum und sagt, du hast drei Wünsche frei. Was würden Sie sich wünschen? Also ich wünsche mir erstmal Gesundheit für meine Familie, weil das gerade, also das ist das, was ich jetzt gelernt habe, wenn man Kinder hat, ist man sofort besorgt, dass es denen auch gut geht, dass die gesund bleiben. Und das wäre erstmal das Allerwichtigste für mich. Dann wünsche ich mir, dass es mit dem Mädchenchor so weitergeht wie bis anhin und noch immer wieder interessante Möglichkeiten geschaffen werden, interessante Projekte kommen, interessante Reisen und dass es für möglichst viele in Zukunft auch eine Heimat sein wird. Das sind erst zwei drei Sachen. Das waren schon die allerwichtigsten. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg weiter mit dem Mädchenchor. Ich bedanke mich, dass Sie da waren. Ich mich auch, danke. Ich verabschiede mich von Ihnen. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen. Aber natürlich klingt diese Sendung nochmal aus mit Musik vom Mädchenchor Hannover unter der Leitung von Herrn Professor Andreas Felber.